meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich einen kleinen Mini-Haul für euch. Und zwar war ich bei DM und Rossmann und hier zeige ich euch jetzt die Sachen. Ich fange mal mit Rossmann an und da habe ich mir leider ein Flop-Produkt gekauft. Und zwar ist es ein Concealer von Alterra. Schaut so aus. Und der hat so einen Applikator. Schaut so aus. Und da muss ich euch leider sagen, weil bei mir deckt er überhaupt nicht ab. Also ich habe ja, wie man sieht, schon sehr starke Augenringe. Und ja, also er deckt überhaupt gar nicht ab. Wenn Leute meine Videos sehen, könnt ihr mir einen guten Concealer empfehlen, der wirklich starke Augenringe abdeckt? Ja, schreibt mir das bitte in die Kommentare. So, das war eigentlich das Einzige, was ich bei Rossmann gekauft habe. Dann war ich bei DM. Da habe ich mir die Dusche Balea Hüttenzauber gekauft. Und ich muss euch sagen, die riecht köttlich. Die riecht nach kandierter Apfel. Da hat man sofort das Gefühl, ja, Oktoberfest, Rummel, Weihnachtsmarkt. Das ist der Geruch nach kandierten Apfel. Der riecht total toll. Also ich überlege schon, ob ich mir nochmal ein Backup kaufe. Und ja, gefällt mir sehr gut. Kostet 85 Cent. Ach ja, der Concealer hat gekostet 2,95. Dann habe ich mir zu der Hüttenzauber Edition eine kleine Tasche gekauft. Sieht so aus, fand ich auch ganz süß. Sieht von der einen Seite so aus. Und von der anderen Seite so. Ja, 75 Cent kam die. Und dann habe ich mir noch ein Make-up mitgenommen. Und zwar ist es das von P2 in der Nummer 040. Ja, Natural Caramel. Ja, und ich muss sagen, damit bin ich sehr, sehr zufrieden. Es macht einen sehr, sehr natürlichen Ton und ist sehr leicht aufzutragen und ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Und der hat gekostet 3,45. So. Dann habe ich mir bei uns bei Rewe mitgenommen die Zeitschrift InStyle. Schaut so aus. Und ich muss sagen, die ist sehr informativ und mit Mode und ja. Und allen neuesten Modetrends und so. Da war noch einfach eine Probe drin. Und zwar von Ghoul. Tiefenaufbau ist einmal das Shampoo und die Spülung. Mit Mandelöl. Das schaut so aus. Ja, da freue ich mich schon echt, das mal auszuprobieren. Wenn ihr dazu gerne eine Review haben wollt, ja, ich kann es ja testen und ja, dann schreibt mir das auch in die Kommentare. Und dann war in der Alverde-Zeitung, die gibt es auch bei DM, war eine Pro von der Meridol-Zahncreme drin. Schaut so aus. Habe ich jetzt auch noch nicht ausprobiert. Werde ich aber auch demnächst austesten. So, das war mein kleiner, aber feiner Mini-Haul. Und falls ihr zu dem Produkt noch irgendwas wissen wollt oder so, schreibt es mir auch in die Kommentare. Und ja, über einen Daumen hoch würde ich mich sehr freuen und über viele, viele neue Abonnenten. Und tschüss, bis zum nächsten Video. Ciao.